Hallo und WB, und nachdem wir letztes Mal. Moment. Hallo und WB und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Weiß 2. Da wir letztes Mal hier in diesem Tempel so richtig gefailt haben, also so richtig gefailt haben, versuche ich es diesmal nochmal. Diesmal habe ich mich aber vorher informiert. Also weiß ich ungefähr, wo ich hin muss. So genau weiß ich es wieder nicht, aber ich bin mir diesmal sicher, dass wir zumindest Fortschritte machen. Ich weiß, dass ich Blitz brauche und ich weiß, dass ich Stärke brauche. Jetzt ist die Frage, komme ich gerade von unten rein? Wenn ja, ist das scheiße. Klick, der Klang eines Schalters ist zu hören. Eigentlich wollte ich von rechts rein. Oh, ja doch, ist richtig. So. Jedenfalls bin ich mir diesmal ziemlich sicher, dass das erfolgreich wird. Hui, da hoch. Jetzt würde ich sagen. Ah, oh, dumm. Muss ich weiter? Weiter hoch? Ja, oder? Und dann hier lang, hier lang. Jetzt kommt schon der erste Geräusch, vor allem ein dumpfender Ton. Nein, hier lang nicht. Hier lang. Oder ja, hier lang. Try your best here, try your best. Tiefer, 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 tief, 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 tief. Hier lang, hier lang. Hier lang, hier lang. Schreite voran, tapferer König. Ja. Scheinbar ging das schon die ganze Zeit. Also, ich meine, ich wäre hier nicht das erste Mal. Da liegt ein Pokéball. Will ich den haben? Ja. Okay, was habe ich da? Was habe ich da? Alter Heller. Was auch immer ein alter Heller ist. Ein alter Wacher, vielleicht. Oder so. Nö. Moment. Muss ich hier lang jetzt? Das ist so kompliziert. Drei nach oben. Ja, ich habe hier gerade an der Seite, glaube ich, eine Komplettlösung oder sowas. Dadurch, dass ich nichts falsch machen kann. Ja, Schutz weiterhin einsetzen. Hier kann man auch jetzt auf Pokémon. Mich nur abfacken wie Hurensöhne. Das erste, wo es reingeht, muss hier rein. Like a shit. Und dann muss ich hier lang. Like a shit. Und hier. Tu. Sbimf. Was? Tusbimf. Xfo. Bef. Folch. Okay. Ich glaube, das ist die Stelle, wo ich Blitz einsetzen muss. Waffeteig! Go! Tatsache. Hat geklappt. Na dann. Von hier aus geht's offenbar nach oben. Möchtest du nach oben? Of course. Ja, und jetzt eins. Das deckt sich aber nicht mit den Informationen, die ich hier habe. Wir sind weg. Ich bin in den drei Dingern drin jetzt gerade. Ach so, deckt sich doch. Ich habe verkehrt rum. Und da hoch. Und da lang. Hä? Was ist das? Bin doof gerade. Ziemlich doof bin ich. Hä? Ist das schon das Ende? Warte, gucken wir mal. Wo habe ich denn? Stärke! Tatsache. Die Wand hat sich bewegt. Du kannst jetzt nach oben. Ja, ich möchte gerne nach oben. Danke. Wow, und damit habe ich eine ganze Folge gebracht. Das waren jetzt 5 Minuten, die ich gebraucht habe. Alte Krone! Und für alles für eine alte Krone. Gunr. Duel.
haben gar keinen Bock mehr gehabt, sich noch was auszudenken. Definitiv hatten die keinen Bock, sich noch was auszudenken. Lass mal wieder runterfahren. Hui. Hier lang. Hier lang. Hier liegen überall Pokebälle. Nehme ich natürlich alles mit. Wir wissen nie, alter Reif. Ein Wasserlauf. Moment, das muss man alles in einem Durchgang schaffen. Das ist schon brutal. Auf jeden Fall hätten wir hiermit den Unterwassertempel abgeschlossen. Erfolgreich wie noch nie zuvor. Ja, ich möchte Schutz weiterhin einsetzen. So, wo kann ich das jetzt verticken? Da war irgendwas von wegen, das kann man nur hier verkaufen. Ondula, die Stadt der großen Wellen. Vielleicht hier. Hier war ja damals sie, die da brenne. Huch. Sag, wie heißt du? Ah, Shia, den Namen werde ich mir merken. Ich heiße Cynthia und bin Trainer, bin Weiß- und Wispelgier. Bräuchte ich die Legende, die sie im Pokémon ranken. Ondula, gibt es doch eine Wasser-Unterwasserruine. Ich werde da wirklich verdauern, meine Unterwasserruine riesigen Anwesenden bekannt vor mir. Ich fand übrigens sinnvoll, wenn wir unsere Pokémon gegeneinander treten ließen. Auf diese Weise können wir uns nämlich besser kennenlernen. Nein. Ich komme gleich wieder. Das letzte Mal, als ich gegen die gekämpft habe, das war ein Pokémon Weißes. Da habe ich verloren. Da habe ich einfach verloren. Ich musste erstmal hardcore lange trainieren, damit ich überhaupt irgendwie auf gleichem Niveau war. Und vor allem nicht mit dem Pokémon, die ich gerade mit habe. Dafür brauche ich ein vollbesetztes Team und nicht auch noch ein Ei. Du, 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 du. Da bist du ja. Lässt nichts anbrennen. Endlich, du alter Sack. Ruinenmeister. Versuch die Anzahl der Minderheiten auf 50 zu erhöhen. Ja, ja. Hallo, willkommen. Kann ich dir helfen? Ja, Schutz hätte ich gerne. Danke. So ungefähr 39. Und Top Genesung, wie viel habe ich davon noch? Noch 55, hol ich mir noch 25. Weil ich möchte auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass ich auch noch einfach sterbe. Das wäre unnötig, einfach unnötig. Und was möchte der jetzt noch? Du hast noch tief in die Erinnerung vorgenommen, welche verschlüsselte Inschrift hast du dort gefunden? Ich verstehe, manche der Inschriften scheinen sich jeder versuchen, sie zu entziffern zu widersetzen. Ja, betrachten zeigen sie uns, dass sie im Inneren der Ruine des Königs von unfassbarer Kraft tut. Ich bin mir sicher, dass der Nachfahre verfügbar über die gleichen Fähigkeiten wie er das welche geben sollte. Shia hält Ausrufezeichen. Riesenperle. Wow. Wir mögen Funde, aber die Anerkennung verdient hier wohl. Okay, tschüss. Wird das jetzt irgendwo verkaufen? Irgendwie? Hä? Egal! Hallo? Was geht? Oh, die alte Krone, ein Setzerschaft, von dem man sagt, dass Ewigkeit im tiefsten Inneren. Du würdest sie sicher gut pflegen, aber du verkaufst mir die über für 300.000, oder? Ja, aber nicht so da. Jetzt weiß ich wenigstens, wo ich die verkaufen kann. Wow, 300.000! Das ist halt schon eine finanzielle Unterstützung. Ich gelte sogar mitten am Tag. Guck mal, die ist 12.45 Uhr. Das ist unglaublich. Schon 8 Minuten vorbei. Erstmal in die weiße Stadt gehen jetzt. Aber warum gehen, wenn man auf Fahrrad fahren kann, nicht wahr? Dü, 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 dü. Kann ich auch getrost immer wieder Schutz einsetzen. Yeah, yeah, yeah. Schneller! Es müsste ja offen sein, theoretisch. Ich bin ein Liga-Champ. Ah, cool. Stimmt, wenn man unterschiedliche Dinge miteinander vergleicht, ist ganz klar, dass man sowohl gute als auch schlechte Aspekte findet. Die Stadt befindet sich im Taumel. Oh yeah, bisschen verpixelt, wenn du mich fragst. Puh, Entschuldigung, ich habe mir hier ein wenig gesonnt und beinahe wäre ich eingedöst. Ein fettes Wetterchen heute, warst du da Lust auf ein Sonnenbad? Nee. Ich wollte nur mal hier vorbeigucken und zu gucken, was es hier zu gucken gibt. Suchst du die Natur oder die Menschen kultiviert? Ja, ich bevorzuge die Natur. Habe ich meine Pokémon eigentlich schon geheilt gehabt jetzt? Weiß es nicht. Jedenfalls muss ich das eklige Wasser-Pokémon wieder ablegen, weil das so nötig. Du, du,
Und Pokémon mitnehmen. In dem Part machen wir wahrscheinlich auch nichts Nützliches. Ich bin total underlevelt, wenn ich das so sagen darf. Verkaufst du was? Hallo, willkommen, kann ich dir helfen? Nein, du verkaufst nichts, was von meiner Interesse wäre. Kämpfen hier die Gegner eigentlich? Mensch, mir ist lange, ich bin noch lange hier, aber lange ja von meinem Mann. Okay. Ah, ich sehe, werden hier irgendwann mal Märkte sein oder so. Hallo. Okay, der auch nicht. Ganz schön. Fernando als im Weißen Wald, der gute alte Fernando. Und hier rein. Und du? Du musst aber schon lange ein kleiner Ton-Pokém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 on-P
da hat man, ist man damals auch lang gegangen. Aber hier ist wenigstens, okay, heißt Brocken. Erstmal den Angler stören. Wieso wollen die eigentlich nie was von mir? Den Pokéball hätte ich trotzdem gern. Scheißkorb. Okay, ich weiß wie. So. Nee. Nein, so, so. 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 Ja, normalerweise sind solche Slider-Rätsel. Okay, das ist einfach. Ich habe schon herausgefunden, wie. So. Ja, da musst du aber auch schon mal eins höher gehen. So. So, so, so. Oder einfach so. Mann, wie schlecht. Logik-Fail. Egal, den besiegen wir noch. Ich bin gespannt, was die für Pokémon hier haben. Wie will auch nicht kämpfen? Wollen die hier alle nicht kämpfen? Plitsch-Platsch, hast du das gehört? Das war das Geräusch deiner Schritte. Das war einfach zu süß. Plitsch-Platsch, Dibbeldi-Dapsch, Plitsch-Platsch, Dreierkampf. Christiana. Nur sehen, was sie zu bieten hat. Wir sehen nicht viel. Außer ein paar formale Formios. Und wie tötet man Formios richtig? Mit purer Stärke. Aber wenn die jetzt so drei verschiedene, sagen wir, Wetterzustände mal aufruft, dann sind die ja immer verschieden. Ah, süß. Wie, die konnte nicht mal wechseln. Scheinbar sind das alles drei die gleichen Formios. Und daher total schlecht. Und der hier setzt nichts tun. Ja, also sie hat auf jeden Fall ihre Pokémon im Griff. Nichts tun ist immer eine Option, weil ich meine, wer nichts tut, der kann nichts verlieren, ne? Außer den Kampf. Naja. Hopp, 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 hopp. Opa, kämpf mit mir. Du kannst dir sicher sein, verschiedene Pokémon zeigen verschiedene Gründe. Das dürfte durchaus richtig sein. Göre, Charlie. Ah, ein Schnuthelm. Und wie ich sehe, ist es Käfer. Oh, gespannt. Eigentlich kann ja Vögel einfach so den Käfer da rausholen. Ja, deswegen habe ich mir schon gedacht, dass das trotzdem sehr effektiv ist. Ah, Schneckmark. Ja, Schneckmark treten wir mit Lucy in den Arsch. Da muss Gau sich die Finger oder Kreuze, nicht Kreuze, Schnäbel. Nee, nicht Schnäbel. Ja, wie heißt das? Die Pfoten von Vögeln. Ich bin doof, ne? Die Vögeln von Föten. Die Pfoten. Mann! Krallen! Nicht Krallen schmutzig machen. Aber wo lebe ich eigentlich gerade wieder? Ich bin total durch den Wind. Krass, Trojol! Ich glaube, das war auch Feuer. Nein, das war Wasserstein. Setzt trotzdem Surfer ein. Das ist auch schon wieder eine ältere Generation. Das sieht so wenig Lehmbrühe. Wehrt die Attacke ab. Das tut mir jetzt aber auch tierisch leid für dich. Dass du meine Attacke nicht standhalten konntest. Gehöre Charlie. Mit Lockenkopf. Und so, und so, und so. Ein wahrer Angler kennt keine Geduld. Also lass uns sofort anfangen. Von mir aus, du guter Angler? Damals habt ihr noch rot getragen. Jetzt tragt ihr immer so ein ekliges Grau. Schmerbe. Schmerbe ist ein cooles Pokémon. Oh, Schmerbe ist Weiterentwicklung. Ist ein cooles Pokémon, aber Schmerbe an sich ist hässlich. Weil Schmerbe ist uncool. Wenn er auch noch ein Dingens hat. Ach, ein Flunkschilk. Keine Ahnung, was ein Flunkschilk ist.
Entweder neu oder... Ja, dieses Ding, das kenne ich, aber... Trotzdem bin ich so bekannt. Wie so ein plattgedrückter Fisch. Fisch-Shit. Dreischpflege. Dürfte mir eigentlich nicht so viel abziehen, ja, habe ich schon gedacht. Skull macht das alles mit seiner puren Stärke. Er macht Skull einfach Randale. So ist Skull halt einfach. Randale, Randale und Orale. Jetzt auch noch 68. Belsa. Weiterkämpfen, dann kann er auch noch töten, obwohl das ein Donner-Pokémon mit ist. Ja, wickelt aus Lumpy. Wenn ich Pech habe, hat er auch noch Statik. Sehr dumm. Einfach dumm. Anstatt eine Donnerattacke einzusetzen. Aber was erwarte ich schon von Pokémon-Trainern? Tja, und das war's für diese Episode. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal, Leute.